Meine Jungs trainieren vernünftig, du. Milan kann ich es erklären, weil du lachst ja drüber. Milan, das ist eine Technik aus dem Gewichtheben. Aber die schon heißt, ein sehr großes Bewegungsreiz. Genau, nein, du machst ja keine Wiederholung damit, sondern du hältst es nur, du hebst es nur raus und hältst es. Ja. Trotzdem ist ja die Druckbelastung auf dem Muskelapparat drauf. Das nennt sich isometrische Kontraktion. Wie soll ich mich hinstellen? Wie du, als ob du eine normale Kniebeuge machen willst, hebst es raus und hältst es. Okay. Also du machst nur ein, also 5% von der eigentlichen Übung machst du. Ja, 1/16, genau. 1/16, Milan. Ja. Du kennst Milan. Nein, du machst ja. Also, aber du willst aber keine Wiederholung machen. Achso, keine Wiederholung. Nur halten. Ja. Boah, die Knie sind schon ganz schön gebeugt, da musst du echt aufpassen. Verarscht ihn, ne? Wenn wir das nachher machen, würden wir ein bisschen weiter nach vorne gehen, weil die Gefahr zu hoch ist, dass wenn du nachher nicht mehr kannst und absetzt. Das Gute ist, wenn er das aber kennt, Milan, ne? Ja. Milan, wenn du das kennst, ist es jetzt nicht so, dass du denkst, hier, was für ein Bekloppter zeigt mir jetzt hier für einen Schwachsinnskram. Ich kenne das jetzt nur vom Band. Kannst du natürlich auf alle. Er wird das trotzdem denken, gar nicht, weil er ja richtig trainiert. Milan, kennst du so Ringer, wenn die zwischen zwei Ringen hängen? Ringer? So Ringer, wenn die zwischen zwei Ringen hängen. Hast du schon mal gesehen bestimmt, Turner, ne? So Turner. So. Meine Fresse. Wenn man jetzt keine Ahnung hat, noch nie trainiert hat, sag mal, warum zittert der so? Der macht doch nichts. Ja. Ist das anstrengend, sich so zu halten? Zwischen zwei Ringen. Klar. Ja. Weil du musst ja trotzdem deinen Körper halten. Und genau das System setze ich hier an. Dass ich hier mit einem viel höheren Gewicht arbeiten kann, welches ich nicht in einer normalen Bewegung ausführen könnte. Ich hätte mal eine Frage. Würdest du dein Training als Muskelaufbautraining bezeichnen? Ja. Oder eher als Krafttraining, so wie Powerlifting in die Schiene? Ja. Genau, du hast völlig recht. Wenn ich nur ins Krafttraining gehen wollen würde und würde sagen, es geht nur darum, stärker zu werden, dann würde ich die Belastungsphase, die Time Under Tension, die Zeit, wie ich das halte, kürzer setzen. Dann würde ich sagen, komm, 1 bis 3 Sekunden. Wie man auch 1 bis 3 Wiederholungen macht, wenn man jetzt nur auf maximale Kraft gehen will. Ja. Wenn ich aber auf Hypertrophie, also auf Dickenwachstum gehen will, bei der Kniebeuge 10 bis 20 Sekunden. Aber hast du da auch richtig gut. Aber die Time Under Tension ist doch nur ein Nebenprodukt der Wiederholungszahl quasi. Verstehst du, was ich meine? Aber wir wollen unsere Zuschauer auch nicht überfordern. Wir wollen hier auch mal ein bisschen Leistung sehen, ein bisschen Action. Genau. Also ganz ehrlich, ich bin der Meinung, dass keine Muskulatur ohne Kraft. Es ist unwahrscheinlich, dass du jemanden findest, der eine Kniebeuge macht, mit der Stange alleine und so eine Oberschenkel hat. Das bestimmt super bei dir, zeig mal. Ach du Scheiße. Bei mir ist halt der Alte. Was ist denn bei dir passiert? Aber sag mal, deine Form ist besser geworden, du hast ein bisschen abgespeckt. Gar nicht, weiß ich gar nicht. Doch. Das nach dem Urlaub, Alter. Ja, das ist ja mein System. Du kannst fressen, was du willst.